Hallo ihr Lieben, ich sitze mittlerweile wieder im Auto. Wir haben schon kurz nach drei einfach, die Zeit ist so rumgegangen, also richtig krass. Ich war auch ein bisschen länger beim Nagelstudio als sonst, muss ich sagen. Der hat sich einfach super viel Mühe gegeben. Es war halt auch so gewesen, dass da ganz wenig los gewesen ist um die Uhrzeit. Klar, die Leute sind theoretisch eigentlich am Arbeiten und es war halt nicht so viel los gewesen. Okay, ich hoffe, du fährst mir nicht rein, Opi. Diese Leute, die da so nett auf ihrer Spur fahren, sondern so halb auf der anderen Spur schon und man sich denkt so, hast du mich gesehen? Hast du mich gesehen? Bin ich in einem toten Winkel oder ignorierst du mich gerade? Oh Gott. Naja, auf jeden Fall, ich habe es euch ja schon gesagt, gezeigt, es ist die Sonne. Hallo, bringt überhaupt nichts, euch das zu zeigen, gell? Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich war, glaube ich, noch nie so zufrieden. Also echt mega. Schicksal, dass ich heute gegangen bin und bei so einem tollen gelandet bin. Mega genial. Ja, danach bin ich eigentlich nur zu Primark reingegangen und bin da dezent ausgetickt. Ich bin einfach ausgerastet. Ja, auf, fahr! Fahr! Boah, die Leute, die blinken, man lässt sie rein, die fahren dann aber nicht. Die stehen dann einfach da und warten, keine Ahnung, auf Sonnenschein, Regen oder auf irgendwelche Geschenke. Die fahren dann einfach nicht. Oh, Leute, Leute, Leute. Man merkt richtig so, jetzt langsam ist, fängt der Nachmittagsverkehr an. Die Leute wollen nach Hause und keiner ist mehr so richtig am Denken. Katastrophe. Naja, ich hoffe, ich bin schnell zu Hause. Egal. Ja, ich bin bei Primark dezent ausgerastet, Leute. Wirklich extrem. Ich weiß nicht, wie lang dieser Vlog hier jetzt schon ist, ob ich die Sachen euch jetzt in dem Vlog noch zeige oder im nächsten. Ich habe einiges für mich gefunden, aber wirklich eher so für Herbst, Winter. Dann habe ich für die Jungs was mitgenommen, auch gerade für Lias in der nächsten Größe, für Kindergarten einfach mal ein paar Jogginghosen. Und ich habe sogar eine Winterjacke gefunden, die ich so nice fand. Ich habe ja in der Vergangenheit schon oft Winterjacken gekauft für die Jungs, logischerweise. Bis jetzt hatte ich welche von Zara, H&M, C&A und Primark. Und ich muss euch wirklich sagen, die sind alle same. Es ist alles das Gleiche. Ich habe jetzt für seine Winterjacke 24 Euro gezahlt und das ist wirklich komplett das Gleiche, wie wenn ich es bei Zara für 50 oder 60 Euro gekauft hätte. Wirklich, Leute, glaubt es mir. Also, klar, wenn jetzt jemand eine andere Meinung hat, auch gar kein Thema, aber das macht überhaupt gar keinen Unterschied, was für ein Label oder was für eine Brand da drin steht. Also wirklich nett. Also ich finde die toll, die ist auch richtig schön dick gefüttert. Die ist wirklich auch schon für den Winter oder für ganz kalte Herbsttage. Genau. Also ich habe für uns alle was mitgenommen sozusagen und auch für die neuen Babygirls. Leute, ich hätte alles kaufen können, gell? Also ich sage es ja immer wieder, falls wir irgendwann mal doch noch ein drittes Kind bekommen sollten und es sollte ein Mädchen werden, Feierabend. Wirklich Feierabend. Da kann ich Insolvenz anmelden gehen. Also Wahnsinn. Ich merke aber auch, also es sind ja momentan, habe ich ja schon gesagt, Babygirls am Kommen, auch in der Familie, aber weiter entfernt. Also ich weiß gar nicht, ob ich es euch gesagt habe, meine älteste Cousine ist schwanger, die ja in Nürnberg wohnt und wir sehen die ja alle super selten. Seit Corona ist super, 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 super selten. Also es ist so, so, so schade und so traurig. Es ist halt auch schwierig, die arbeiten alle super viel und haben auch echt problematische Arbeitszeiten, wirklich mit Samstag und Sonntag und so, also richtig ätzend. Und bei uns ist es ja auch, meine Schwester arbeitet ja auch samstags und für mich mit den zwei Jungs sich ins Auto zu setzen und da erstmal 2,5 Stunden zu fahren, ist auch nicht so geil, vor allen Dingen, weil der Samu ja kein gechillter Autofahrer ist, also ist er schon, aber alles, was so im näheren Umkreis ist, also ab. Manchmal fährt er eine halbe Stunde nach Frankfurt gechillt und manchmal ist er nach 15 Minuten schon am Meckern. Also es ist echt nicht so easy, sagen wir es mal so. Ja, und auch wegen Corona. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt bei Primark auch da ein paar Sachen gefunden, falls bevor jemand schreiben sollte, Amanda, du kannst doch nichts von Primark verschenken, weil solche Leute gibt es tatsächlich, die der Meinung sind, man darf nur Markensachen verschenken und keine Ahnung was. Der Meinung bin ich absolut gar nicht. Ich denke mir immer, das, was ich selber trage, das kann ich auf
verschenken. Ich hatte nämlich mal eine Windeltorte zum Beispiel für eine Babyshower. Genau, bestes Beispiel. Ich habe für eine Babyshower mal eine Windeltorte gemacht. Und zwar mit Windeln von der Marke Babylove. Also die, die wir auch selber verwenden. Und da wurde mir prompt geschrieben, Amanda, wenn du ein Geschenk, also wenn du etwas verschenkst, dann hättest du ruhig mal die originale Marke nehmen können, sprich Pampers. Warum? Warum? Warum soll ich eine Marke verschenken, die ich selber noch nicht mehr gebrauche? Nur weil sie eine Marke ist, die weltweit bekannt ist, heißt es ja nicht, dass sie automatisch besser ist. Im Gegenteil, wir haben keine guten Erfahrungen mit Pampers gemacht. Bei uns sind sie immer ausgelaufen und mir wurde dann von euch empfohlen, dass ich die Eigenmarke von DM mal benutzen soll, Babylove, weil die richtig, richtig gut sind. Und das hatten wir dann irgendwann mal gemacht, da war der Lias noch nicht mal ein Jahr alt. Und seither hatten wir diese besagten Probleme nicht mehr. Also wirklich tipptopp. Und ich bin sozusagen von dieser Marke, also von Babylove, überzeugter als von Pampers. Dann ist es doch logisch, dass ich eine Windeltorte mache von der Marke, von der ich überzeugt bin. Ist völlig egal, ob die jetzt günstiger ist als die teuerste Marke oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen, ich sag's vorab, falls nämlich jemand sagen sollte, hey, du kannst doch nichts von Primark verschenken und so weiter. Also der Meinung bin ich nicht. Ich denke immer, das, was man selber auch selber sich kauft und benutzt, das kann man auch guten Gewissens weiterschenken. Und ich bin sowieso jemand, ich kaufe nach Geschmack ein. Also, wenn mir etwas gefällt, dann kaufe ich es mir. Und es ist mir scheißegal, ob da Primark oder Adidas draufsteht, ob da H&M oder Nike draufsteht. Wenn mir was gefällt, dann verschenke ich es. Und ich werde den werdenden Müttern sowohl was Hochwertiges schenken von irgendwelchen teuren Marken, aber ich werde auch mal was von H&M oder C&A oder sogar Primark oder sogar Kick, mir egal, dazwischen packen. Bei mir kommt es nur darauf an, dass mir die Sachen selber gefallen. Also, dass ich sozusagen dahinter stehe, dass ich sagen könnte, hey, ich würde es für mein eigenes Kind kaufen. Und das ist es nämlich, ich kaufe ja selber für meine Jungs, für uns, für mich bei Primark ein. Warum sollte ich es dann nicht auch verschenken? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Also, so viel zu diesem Thema. Ich wollte es vorwegnehmen, weil ich weiß ganz genau, dass dazu Kommentare kommen würden oder vielleicht sogar werden. Egal, das ist meine persönliche Meinung. Und Leute, ich muss euch echt gestehen, es ist nicht so einfach für jemanden wie mich, die sich immer ein Mädchen gewünscht hat, in den Abteilungen einzukaufen für Mädels. Muss ich echt gestehen. Jetzt fahre ich gar nicht mehr so sehr der Sonne entgegen. Ich fühle mich so blöd, wenn ich die ganze Zeit mit der Brille spreche. Mit euch spreche und habe die Brille auf. Wow, Amanda, Deutsch. Hallo. Keine Ahnung, kennt der ein oder andere vielleicht, wenn man sich irgendwie ein bestimmtes Geschlecht gewünscht hat und man es nicht bekommen hat und um einen herum kriegen auf einmal alle das Wunschgeschlecht. Kleiner Zwischeneinwand oder kleine Zwischeninfo für alle, die jetzt schreiben, Amanda, hör doch auf, du hast zwei tolle Jungs, sei froh damit, manche können gar keine Kinder kriegen. Alles cool. Ich liebe meine Jungs mehr als man irgendetwas anderes auf der Welt lieben kann. Ich bin super zufrieden, dass ich sie habe und dass sie gesund sind. Alles ist toll, alles ist fein, alles ist cool. Ich finde aber, es ist nichts Verwerfliches daran, wenn man ein Wunschgeschlecht hat. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Mädels bekommen hat und sagt, hey, ich hätte voll Lust jetzt auf so einen kleinen Babyboy. Warum denn nicht? Ich finde, es ist wirklich nichts Verwerfliches daran. Natürlich wünscht sich jeder in erster Linie, dass man eine unkomplizierte Schwangerschaft hat, dass es dem Kind gut geht, dass alle gesund sind und so weiter und so fort. Das ist aber klar, das wünscht sich jeder. Aber dass man dann auch sich irgendwie ein Geschlecht wünscht, ich denke echt, dass da nichts Schlimmes dran ist. Und auch nicht, wenn jemand sagt, hey, ist mir völlig Hupe, mir ist völlig egal. Also da ist ja auch echt nichts Verwerfliches dran. So, ich musste das gerade mal ein bisschen fester drehen. Irgendwie war es hier zu locker. Ihr habt die ganze Zeit rumgezappelt.
Genau, also ich finde es echt überhaupt nicht schlimm. Und bei mir, ich habe es immer offen und ehrlich gesagt, ich habe mir immer ein Mädchen gewünscht. Solange ich irgendwie denken kann, wollte ich eine kleine Mini-Amanda haben. Ja, ich habe leider keine bekommen. Ich hoffe ja immer noch, dass wirklich in meinem näheren Umkreis, die ich auch regelmäßig sehe sozusagen, meine Schwester, meine Schwägerinnen, dass da bald mal ein Babygirl kommt. Ich würde die allercoolste Tante auf Erden sein, wirklich. Also so nach dem Motto, deine Mama erlaubt dir nicht, dich zu schminken? Komm, wir schminken uns. Also wirklich, ich... Keine Ahnung, also falls jetzt jemand sagen sollte, hey, dann probiert doch nochmal mit einem dritten Kind und so weiter. Also, natürlich haben wir darüber gesprochen, natürlich habe ich darüber nachgedacht, über ein drittes Kind. Aber das Ding ist, wenn man sich für ein drittes Kind entscheidet, sollte man sich für ein drittes Kind entscheiden. Mit dem, ohne natürlich zu sagen, also beziehungsweise, also... Wenn man sich für ein Kind entscheidet, sollte man sich für ein Kind entscheiden und natürlich dann nicht am Boden zerstört sein, wenn es dann nicht das Wunschgeschlecht ist. Also ja, ganz klar, denke ich. Und bei mir war es so, bei Lias und Samu war es so gewesen, bin ich ganz ehrlich, als ich erfahren habe, dass sie Jungs sind, war ich traurig, war ich so halt enttäuscht. Aber es hat mich jetzt nicht irgendwie am Boden zerstört oder irgendwie sowas. Es war so, oh schade, oh Mann. Aber alles cool. Also ich war trotzdem total fein damit gewesen. Also mir ging es gut, es war alles klasse gewesen. Aber die letzten Monate ist dieser Wunsch nach einem Mädchen, nicht nach einem dritten Kind, sage ich jetzt extra so, so extrem explodiert, das ist nicht mehr lustig. Also das war wirklich sehr, 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 sehr krass gewesen. Weswegen ich zu mir selber gesagt habe, Amanda, du kriegst kein drittes Kind, bevor du dich nicht explizit für ein drittes Kind entscheidest und nicht für, ich probiere es nochmal in der Hoffnung, dass es ein Mädchen wird. Und wenn es dann kein Mädchen ist, was dann? Geht für mich die Welt unter wahrscheinlich. Also so, das geht halt eben gar nicht, ja. Momentan ist es so, dass ich mit dem Thema wieder ganz cool bin und dass es auch aktuell so ist, dass ich momentan kein drittes Kind haben möchte. Wie das in ein paar Monaten, Jahren oder sowas aussieht, das weiß ich nicht. Das lasse ich auch komplett offen. Ich sage nicht, ich möchte niemals ein drittes Kind haben. Ich sage aber auch nicht auf jeden Fall. Momentan ist es so, einfach beiseite geschoben. Momentan ist es so, dass ich sage, hey, die Jungs sind noch klein, der Samu, der soll jetzt erstmal in den Kindergarten kommen. Wir möchten erstmal in Ruhe unsere Hochzeit nächstes Jahr feiern und. Und wenn das alles so gelaufen ist, dass der Samu wieder ein bisschen größer ist, ein bisschen selbstständiger, einfach nicht mehr so mini, 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 mein Schatz, und die Hochzeit vorbei ist, dann kann man das ganze Thema nochmal sich überlegen. Es kann sein, dass wir dann sagen, nee, wir sind komplett, wir möchten kein drittes Kind, so wie es ist, so ist es genug und so ist alles toll. Es kann aber auch sein, dass ich dann sage, doch, irgendwie fehlt da noch was, wir möchten noch ein drittes Kind. Aber wenn das so sein sollte, dann möchte ich zu 100% mir einfach ein drittes Kind wünschen. Völlig egal, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. So, ganz wichtig. Ich möchte einfach so weit von meinem Gefühl, von meiner Gefühlslage sein, dass wenn der Arzt mir sagen würde, hey, es wird ein Junge, dass ich mich dann einfach freue, vielleicht auch kurz denke, so auch schade, kein Mädchen, aber dann wieder cool damit bin, so wie es mit den Jungs gewesen ist. So wie es bei Lias und Samu gewesen ist. Ich möchte einfach nicht, dass ich dann so richtig am Boden zerstört wäre, geschweige denn anfangen würde zu heulen oder irgendwie sowas, ja. Also das möchte ich nicht. Ich möchte nicht einfach, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Genau. Und vor ein paar Monaten wäre es so gewesen. Hätte ich erfahren, ich hätte einen Jungen, nochmal einen Jungen bekommen, ich hätte wahrscheinlich wochenlang geheult. Also ernsthaft, ich war wirklich psychisch ein bisschen angeknackst, muss ich wirklich zugeben. Ich habe über dieses Thema hier auch überhaupt gar nicht gesprochen.
Das Ding ist, wir haben es ja auch überhaupt gar nicht versucht oder sowas. Es war ja einfach nur dieser Gedanke. Ich wünsche mir so sehr ein Mädchen. Das war so krass gewesen. Über mehrere Wochen und Monate war das so gewesen. Ganz extrem. Und momentan ist es so, dass ich von dem Thema halt so weg bin, weil ich gesagt habe, solange das so ist, möchte ich überhaupt gar kein Kind haben, weil es macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich würde mich ja selber überhaupt nicht glücklich damit machen, ja. Also, genau. Und momentan bin ich damit, so wie es jetzt ist, dass wir gesagt haben, momentan kein drittes Kind. Was in Zukunft ist, werden wir sehen. Aber aktuell bis mindestens, ja, Mitte, Ende nächsten Jahres, mindestens, erstmal gar nichts. Da wird überhaupt gar nicht drüber gesprochen oder darüber nachgedacht, weder von mir noch von meinem Mann, weil einfach das Thema sehr, sehr, sehr heikel gewesen ist bei mir eine Zeit lang. Also echt krass. Und deswegen bin ich da momentan so, aktuell nicht, was in Zukunft kommt oder auch nicht kommt, werden wir sehen. Aber aktuell fühle ich mich damit auch richtig, richtig wohl, weil das hat mich eine Zeit lang wirklich beschäftigt. Und zwar wirklich jeden Tag. Ich habe jede Nacht davon geträumt, dass ich schwanger bin, dass ich mit einem Mädchen schwanger bin, dass ich irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe mich echt immer mit einem Mädchen gesehen, wie ich mit ihr spazieren gegangen bin und gespielt habe. Und dann die zwei Jungs, wie sie mit der Kleinen, so wie sie auf sie aufgepasst haben und so. Das ist so krass gewesen. Ich habe jede einzelne Nacht davon geträumt und ständig darüber nachgedacht und. Absolut crazy. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, nee, ich kann und will das nicht mehr. Mir da so ein Kopfpiep geben, dass ich dann selber gesagt habe, so okay, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen habe ich gesagt, dieses Thema schieben wir mal beiseite und holen es in anderthalb Jahren vielleicht wieder mal auf den Tisch. Und ob wir uns dann so oder so entscheiden, we will see. Ich könnte jetzt überhaupt gar nicht sagen, wie ich in anderthalb, zwei Jahren darüber denke, ob ich dann sage, nö, ich habe keine Lust mehr, ich bin zu alt. Die Jungs sind aus dem Allergröbsten raus, jetzt lassen wir es. Oder ob ich sage, doch, wir möchten noch ein drittes Kind. Ich habe gar keine Ahnung, überhaupt nicht. Nur aktuell bin ich mit der Situation super, super fein und zufrieden, dass wir gesagt haben, so okay, ich habe das gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich möchte einfach einfach für mich selber mir das nicht mehr antun, dieses jeden Tag darüber nachdenken und teilweise angefangen zu weinen und ständig darüber davon zu träumen. Und wenn ich irgendwo Mädels gesehen habe, oh mein Gott. Also wirklich, ich habe ja jetzt erst vor kurzem von den Schwangerschaften erfahren, die aktuell da sind. Und als ich davon erfahren habe, war es für mich fein. Es war so cool, alles in Ordnung. Und ich habe mich auch für die gefreut. Und ich habe mich auch gefreut, dann mal ein bisschen für Mädels einkaufen zu gehen. Und wenn sie dann da sind auf der Welt und sie kennenzulernen und mit ihnen Zeit zu verbringen. Also alles cool. Aber hätte ich das noch vor, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 Monaten erfahren, Leute, ich hätte wahrscheinlich den Heulkrampf meines Lebens bekommen. Ernsthaft. Also wirklich noch vor ein paar Monaten habe ich niemanden, egal wen, ich glaube, selbst wenn meine Schwester gesagt hätte, sie ist schwanger mit einem Mädchen, ich hätte es niemanden auf der Welt gegönnt, dass sie schwanger sind mit einem Mädchen. Wie ekelhaft. Das ist so ein ekliger Gedanke gewesen und ich habe mich dabei ertappt mit diesem Gedanken, dass ich es niemandem gönne und das ist so ekelhaft und das wollte ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, das geht gar nicht. So wie ich momentan oder wie ich eben da drauf war, aber ich habe zu diesem Zeitpunkt zu mir gesagt, so wie ich momentan drauf bin, so möchtest du gar nicht sein. Du bist ein ekliger Mensch gerade. Und deswegen habe ich gesagt, so okay, Thema gegessen, sowas von ciao. Und was dann nochmal in ein paar Jahren passiert, we will see, und wenn nicht, auch gut. Also krass, ihr könnt mir gerne mal, sehr, sehr, sehr gerne können wir uns da austauschen, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch habt,
oder mal hattet, dass ihr einen Kinderwunsch habt, der vielleicht unerfüllt ist, und wenn ihr dann andere seht mit Kindern, dass ihr wirklich euch denkt, so auf der einen Seite so, hey cool, jeder soll sein Glück haben, aber auf der anderen Seite empfindet ihr auch so eine Art Neid, in Anführungszeichen, ja. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht komplett bekloppt rüber. Aber ich hatte, beziehungsweise ich kenne zum Beispiel auch zwei Mädels, die sich Kinder wünschen, und bei denen ist es extrem schwierig. Bei der einen ist es schon seit Jahren schwierig und bei der einen auch schon eine längere Zeit, aber noch unter einem Jahr. Aber trotzdem, also wenn man wirklich drauf aus ist und probiert und probiert und probiert und Monat für Monat seine Periode bekommt, dann kriegt man wahrscheinlich einfach nur noch einen Brechreiz. Und wenn einen, und sie meinte auch, um sie herum alle Freundinnen, eine Bekannte, Verwandte, alle werden ständig schwanger und keine Ahnung, und es macht sie einfach nur fertig. Und sie freut sich auf der einen Seite für diejenigen, aber auf der anderen Seite hat sie auch so eine Art Neidgefühl, so, ja, keine Ahnung, also. Und ich konnte das so fühlen, ich konnte es so nachvollziehen, weil bei mir war es nicht in Bezug auf Kind, sondern in Bezug auf Mädchen halt eben, ja. Also ihr könnt mir gerne mal da eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben, oder wenn ihr auch mal solche Gefühle hattet. Und Leute, lasst es euch gesagt sein, wir sind alle nur Menschen. Und wenn wir irgendwelche Wünsche und Träume haben, egal wie toll oder blöd oder absurd sie sind, jeder hat seine eigenen Wünsche auf der Welt, der eine so, der andere so. Und das sollte nie als blöd oder verrückt dargestellt werden, auch nicht von einem selbst, weil ich habe mir selber irgendwann mal gesagt, so Amanda, du drehst langsam komplett durch, das kann doch nicht sein. Also deswegen, ich bin von diesem ganz krassen runter, ich träume nicht mehr davon, ich denke auch nicht mehr jeden Tag darüber nach. Wenn ich höre, dass jemand mit einem Mädchen schwanger ist, dann freue ich mich für diejenige, alles ist fein. Aber diesen Wunsch, dass ich ein Mädchen hätte, der ist immer noch da. Aber ich bin da nicht mehr so krankhaft, ja, also so dieses Extreme, immer darüber nachzudenken und immer, keine Ahnung, davon zu träumen und la, und wenn du ein Mädchen siehst, dann könntest du schon anfangen zu heulen und keine Ahnung was. Also dieses ganz Extreme, davon bin ich halt weg. Und das ist eigentlich nur das Wichtige, dass man einfach, man hat einen Wunsch, man hat vielleicht einen Traum, und wenn er erfüllt wird, gut, und wenn nicht, dann muss man aber auch irgendwie weiterleben können. Und das ist wichtig, dass man zu so einem Stadium halt eben kommt. Natürlich ist es bei einem Wunsch wie einem Kinderwunsch natürlich sehr, 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 sehr schwer, dass man da einfach sagt, so okay, ich versuche irgendwie weiterzuleben und meinen Wunsch sozusagen beiseite zu schieben. Aber das Ganze kann man irgendwie lernen, sich damit arrangieren und seinen Fokus einfach auf irgendwas anderes lenken und sich, ja, entweder abzulenken oder, keine Ahnung, seinen Fokus einfach auf andere Sachen setzen, wo man weiß, hey, keine Ahnung, also ich setze meinen Fokus zum Beispiel aktuell auf meine zwei Jungs, dass ich sage, hey, ich habe zwei gesunde Kinder, ich muss vollkommen zufrieden sein, alles ist toll, ich habe einen klasse Mann, wir planen unsere Hochzeit, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht, alles ist klasse. Und deswegen ist es auch momentan so, es ist fein. Es ist für mich, ist das Thema fein. Ich fange nicht an zu heulen, sobald mir jemand sagt, dass er mit einem Mädels schwanger ist. Also alles ist klasse. Aber ich bin ehrlich, dieser Wunsch einfach, wenn mir jetzt jemand sagen würde, morgen, Amanda, du bist schwanger, du kannst dir jetzt aussuchen, willst du einen Jungen oder ein Mädchen haben, dann würde ich sagen, hey, ich hätte gern das Mädchen. Und ich denke, da ist aber überhaupt nichts Verwerfliches dran, also, aber wie gesagt, wenn ihr solche Gedanken schon mal hattet oder schon mal selber in so einer Situation wart oder vielleicht eine Freundin oder wie auch immer, ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, aber lasst es euch gesagt sein, ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht allein, egal, auch wenn ihr solche Gedanken schon mal hattet oder auf irgendjemand dann neidisch gewesen seid oder missgünstig wart oder keine Ahnung was, dann ist es einfach eine ganz normale Emotion. Wie gesagt, wir sind alle nur Menschen. Emotionen können wir oftmals nicht lenken, also lenken in dem Moment. Man kann nur merken, okay, du hast gerade eine Emotion, die vielleicht nicht so cool ist. Versuch doch irgendwie, dich wieder einzukriegen sozusagen, dass du gute Emotionen hast und alles positiv ist sozusagen. Ja. Wow. Ach ja.
Das sind so Themen, darüber könnte man noch ewig sprechen, aber ich lasse es lieber. Das Video ist jetzt wahrscheinlich schon, keine Ahnung, eine Stunde lang. Deswegen höre ich an dieser Stelle mal auf zu quatschen und würde sagen, ich melde mich dann später wieder bei euch. Allerdings im nächsten Vlog. Und da zeige ich euch mal die Sachen, die ich bei Primark ergattert habe. So, so, so tolle Sachen. Deswegen, ihr Lieben, wir hören und sehen uns im nächsten Vlog wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.